Sie fragen, Jura intensiv antwortet. Soll ich die Uni zum Beispiel nach der Zwischenprüfung wechseln? Es gibt viele Fragen, die den angehenden Volljuristen beschäftigen, die aber nicht primär fachlicher Natur sind. Im Rahmen von Sie fragen, Jura intensiv antwortet, möchten wir die häufigsten Fragen beantworten. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht jede Frage beantworten können und vor allem an dieser Stelle keine individuelle Studienberatung bieten können. Los geht's mit unserer heutigen Frage. Soll ich die Universität wechseln? Kann ich dies zum Beispiel nach der Zwischenprüfung relativ risikofrei tun? Worauf muss ich dabei achten? Schauen wir uns den Ausgangspunkt an. Manche Studenten möchten im Laufe ihres Studiums die Universität wechseln. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Einerseits gibt es zum Teil die Regelung, dass man nach der Zwischenprüfung an die Universität wechseln kann, zu der man zum Beginn des Studiums aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel wegen eines nicht erreichten Numerus Clausus, nicht zugelassen wurde. Insofern hat man also durch einen Wechsel des Studienortes die Chance, doch noch an die Universität zurückzukommen, bei der man eigentlich sein Studium absolvieren wollte. Teilweise machen aber auch Studenten die Erfahrung, dass ihnen die Universität oder die Stadt, in die sie für das Studium gezogen sind, schlicht nicht gefällt und dass sie sich nicht vorstellen können, bis zum Ende des Studiums in dieser Stadt, in dieser Universität zu bleiben. Andere haben zum Beispiel ein Interesse, mehrere Universitäten kennenzulernen. Manche haben auch die Idee, dass das zu einem wissenschaftlichen Werdegang gehört, dass man an verschiedenen Universitäten studiert hat und nicht nur an einer einzigen. Sie sehen, die Motive, den Studienort zu wechseln, sind vielfältig. Die individuellen Motive kann ich hier an dieser Stelle nicht bewerten. Es muss sich jeder überlegen, wie drängend seine individuellen Motive sind, und deswegen möchte ich mich hier auf die Frage beschränken, ob es Probleme und Risiken gibt, die Sie in Betracht ziehen müssen, weil ich habe im Laufe meiner Dozententätigkeit schon viele Geschichten von Studenten gehört, die mit ihrem Studienortwechsel wirklich viel Zeit verloren haben, viele Semester verloren haben und im Nachhinein mit ihrem Wechsel des Studienortes alles andere als glücklich waren. Der wichtigste Punkt, den Sie nie aus dem Blick verlieren dürfen, ist die Frage, ob Ihnen an der neuen Universität Ihre bisher erworbenen Scheine anerkannt werden. Und damit meine ich nicht nur die Scheine, die man für das Staatsexamen erwerben muss, sondern auch und gerade Leistungen im Bereich der universitären Schwerpunktprüfung. Gerade hier liegen häufig ganz große Fallen, dass Leistungen nicht anerkannt werden, weil eine Prüfungsordnung komplett anders strukturiert und aufgebaut ist. Da habe ich schon Geschichten gehört, wo Leute 2 oder 3 Scheine schlicht und ergreifend nicht anerkannt bekommen haben, gute Noten nicht anerkannt bekommen haben und im Prinzip mehr oder weniger von Anfang an wieder ihre Schwerpunktleistungen erbringen mussten. Um solche Katastrophen zu vermeiden, verlassen Sie sich nicht auf mündliche Auskünfte am Studientelefon. Wenn Ihnen da irgendeiner eine falsche Auskunft gibt, der haftet nicht dafür. Selbst wenn Sie eine falsche Auskunft am Studientelefon bekommen haben, das führt nicht dazu, dass Ihnen ein Schein anerkannt wird, der an dieser Universität aus irgendeinem Grund nicht anerkennungswürdig ist. Vor allem können Sie relativ sicher davon ausgehen, dass Sie das gar nicht beweisen können, dass Ihnen eine entsprechende Auskunft am Telefon gegeben wurde. Im Zweifelsfall wird die entsprechende Person sagen, das habe ich nie gesagt. Und vor diesem Hintergrund müssen Sie auf andere Weise Sicherheit erlangen. Prüfen Sie, ob es schriftliche Regelungen gibt, beispielsweise ob Regelungen auf der Homepage stehen, ob es irgendwelche Satzungen oder sonstigen Merkblätter gibt, die Sie auf der Homepage der Zieluniversität finden. Wenn Sie solche Informationen auf der Homepage finden, machen Sie sich zu Beweiszwecken Screenshots.
drucken Sie sich entsprechende PDF-Dokumente aus, damit Sie die entsprechenden Beweismittel dann auch gesichert haben für die Zukunft. Stellen Sie im Zweifelsfall schriftliche Voranfragen, ob und in welchem Maße Scheine anerkannt werden. Häufig wird dies eine sogenannte Anerkennungszusage genannt. Wenn Sie eine solche Anerkennungszusage schriftlich vorliegen haben, dann kann die Zieluniversität normalerweise nicht einfach sagen, oh, da haben wir uns geirrt, wir erkennen diesen Schein nicht an. Eine allerletzte Sicherheit gibt Ihnen aber auch dies normalerweise nicht. Im Kontext Anerkennung bisher erworbener Scheine verlieren viele vollkommen aus dem Blick diesen eigentlich harmlosen, manche sagen auch despektierlich sinnlosen Grundlagenschein. Häufig werden ihnen Grundlagenscheine nicht anerkannt. Und je nachdem, was die Voraussetzungen zum Erwerb des Grundlagenscheins sind, kommen sie dann an die neue Universität, merken unter Umständen erst bei der Meldung zum Staatsexamen, dass da irgendein Problem mit dem Grundlagenschein ist, und dann können sie nicht in die von ihnen ausgewählte Examensprüfung. Sie müssen noch ein Semester hinten dranhängen, um mit Erstsemestern irgendeinen albernen Grundlagenschein zu machen. Also auch diesen Punkt bitte unbedingt überprüfen. Parallel gibt es zum Teil an Universitäten Sprachenscheine. Auch die müssen Sie haben, wenn Sie sich dann zum Staatsexamen melden wollen. Teilweise gibt es auch Scheine, mit denen man nur nachweisen muss, dass man eine bestimmte Veranstaltung belegt hat. Auch hier bitte informieren Sie sich und schauen Sie, dass Sie am Schluss durch solche Aspekte nicht von Ihrem eigentlichen Prüfungstermin ferngehalten werden. In diesem Kontext sei nochmal auf die auf dieser Seite schon mehrfach besprochene Thematik hingewiesen: Achten Sie auf den Verbesserungsversuch. Vertrödeln Sie auch durch solche Umstände nicht den Verbesserungsversuch in Bundesländern, wo der Verbesserungsversuch nur zeitbefristet ist. Fassen wir kurz zusammen. Eine Vielzahl an Scheinen muss von Ihnen im Zweifelsfall von der Zieluniversität anerkannt werden. Es gibt unter Umständen Probleme in Bereichen, die Sie überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Die meisten Prüflinge denken nur an die Zivilrechts-, die Strafrechts- und die Örechtsscheine, und nebensächliche Scheine werden komplett vergessen. Schauen Sie sich einfach mal die Voraussetzungen für die Zulassung im Staatsexamen an. Das ist vor allem dann besonders wichtig, wenn der Wechsel der Universität auch noch der Wechsel in ein anderes Bundesland ist. Nochmal, verlieren Sie durch solche Aktionen am Schluss nicht Ihren Verbesserungsversuch oder, wenn gewünscht, den Freischuss. Fazit: Hüten Sie sich vor Schnellschüssen. Der Wunsch nach einem Universitätswechsel fällt ja normalerweise nicht vom Himmel. Das sind ja Entscheidungsprozesse, die länger reifen. Insofern planen Sie langfristig, informieren Sie sich. Und ich bin der Meinung, es ist schlimmer, wenn Sie durch einen Universitätswechsel und nachzuholende Scheine den Verbesserungsversuch verlieren, als wenn Sie noch ein paar Semester an einer Universität oder in einer Stadt verbringen müssen, die Sie jetzt nicht so 100% begeistert. Sie fragen, Jura Intensiv antwortet. Haben auch Sie Fragen von allgemeinem Interesse? Dann schreiben Sie uns. Schreiben Sie uns unter youtube@jura-intensiv.de. Wir suchen die besten und häufigsten Fragen aus und versuchen sie in diesem Format zu beantworten. Hat das Video Ihnen gefallen? Dann freuen wir uns über eine positive Bewertung. Geben Sie uns einen Daumen hoch und leiten Sie das Video weiter an Freunde und Bekannte. Mein Name ist Dirk Schweinberger und ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video einen wichtigen Hinweis geben, auf dass Sie keinen Fehler machen bei einem eventuell geplanten Wechsel des Studienortes.